Hi zusammen, ich bin so froh, dass ich den Vergleichstest dieser beiden Top-Geräte der Saugroboterbranche gemacht habe. Roborock versus Ecovex, die alte Fehde wird erneut ausgefochten. Und beim Roborock waren es knapp 100 Durchläufe, den Ecovex T9 Plus habe ich noch nicht ganz so lang. Aber was anfangs ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, ist für mich mittlerweile eine eindeutige Sache. Hier 7 Gründe, worin sich die Modelle unterscheiden. Erstens der Preis. Roborock ist knapp 100 Euro günstiger als der Ecovex T9 ohne Absaugstation. Klar, Ecovex hat die 3D-Hinderniserkennung, auf die Roborock meiner Erfahrung nach aber nicht angewiesen ist, weil die Navigation fehlerfrei funktioniert. Die Absaugstation kostet bei Ecovex 200 Euro, mit dem Preis rechne ich aber auch für die kommende Roborock-Station. Zweitens, das Staubbehältersystem ist bei beiden Modellen nicht optimal. Bei Roborock ist die Öffnung klein und es ist eine Porkelei mit den Fingern. Und bei Ecovex ist die Öffnung so weit am Boden, dass die Rückschlagklappe bei halber Füllung schon aufliegt und so Dreck wieder rausrieselt. Beides finde ich im High-End-Bereich unwürdig, wären dann nicht die Absaugstationen, die man quasi zwingend dazu kaufen muss, weil sie bei Ecovex das Problem lösen und bei Roborock vermutlich auch. Nur warten wir bei Roborock noch auf den Launch der Station. Drittens, die Wischfunktion. Das sind die beiden besten Modelle mit einer Wischfunktion. So fortschrittlich ist niemand sonst. Ecovex war lange technisch vorne, weil sie der einzige Anbieter waren, die eine automatische Teppichvermeidung beim Wischen integriert hatten. Roborock toppt das Ganze aber, weil sie nun mit VibraRise die Wischplatte annehmen können. Und so ist der S7 der erste echte Hybridroboter, der wischen kann und im gleichen Durchlauf den Teppich saugt. Finde ich mega stark. Die Vibrationsplatte gefällt mir bei Ecovex marginal besser. Der Punkt geht aber klar an Roborock, weil VibraRise die bessere Methode ist und weil die automatische Teppichvermeidung von Ecovex sich in gewissen Konstellationen festbackt, und zwar in dieser Situation über einen kleinen Fliesenstreifen zwischen Schuhregal und Teppichläufer. Da fährt er rein, findet aber nicht mehr raus, weil die Teppichvermeidung permanent den Rückwärtsgang einläuten will. Punkt 4. Bei der Reinigungsleistung sind beide Modelle gleichermaßen gut. Gerade auf Hartboden sind die hervorragend und nehmen restlos alles auf. Die Teppichleistung könnte besser sein, aber die Modelle unterscheiden sich prinzipiell nicht. Punkt für beide. Fünftens, Navigation. Beide sind technisch fortgeschritten auf einem sehr hohen Niveau. Was Ecovex ganz gut macht, ist, dass die Sensoren sensibel arbeiten, so dass der Frontbumper selten genutzt wird. Roborock ist ähnlich gut und insgesamt besser, weil Ecovex immer noch grundsätzlich Probleme hat. Zum Beispiel habe ich die Ladestation an einen anderen Ort gestellt und von dort eine neue Komplettreinigung begonnen. Der hat dann die gesamte Wohnung gereinigt, kein Problem, aber hinterher ist das Modell die Zimmer abgefahren, um die Ladestation zu suchen. Das hat nochmal 15 Minuten gedauert und das würde bei Roborock einfach nie passieren. Die sind absolut zuverlässig in dem Punkt. Wenn es um Herausforderungen in der Navigation geht, ist Roborock eindeutig besser. Also dieses Ich mache den Roboter an und wenn ich nach Hause komme, ist alles sauber und der Roboter in der Station. Das funktioniert bei Roborock 99 von 100 Mal und bei Ecovex ist das leider immer so eine Sache. Sechstens, die App. Ja, die App gefällt mir auf beiden Seiten. Die Karte ist bei Roborock besser, weil die Räume akkurat und automatisch zugeteilt werden. Bei Ecovex finde ich das persönlich nicht so ansprechend, aber immer noch gut. Allgemein sind die Möglichkeiten beider Apps großartig. Bei Ecovex gefällt mir, dass die automatische Absaugung nach dem Reinigen ausgestellt werden kann, für den Fall, dass das Baby schläft. Besser wäre aber noch, wenn man konkreter einstellen könnte, nach jeder zweiten oder dritten Reinigung soll abgesaugt werden. Siebtens, Bugs. Ja, zunächst hatte ich die Hoffnung, dass wir endlich ein Ecovex-Modell haben, auf das man sich verlassen kann. Bei Konkurrent Roborock ist das wie erwähnt der Fall und das war für mich in der Vergangenheit ausschlaggebend. Den Bug während der Wischfunktion, den hatte ich beschrieben. Es gab und gibt aber weitere Bugs. Mit Teppichen und Fransen ist der T9 trotz Hinderniserkennung keine Freundschaft eingegangen und ein Bug, der mehrfach aufgetreten hat und der mich geärgert hat, hat mit der Zimmerreinigung zu tun. Wenn ich einen einzelnen Raum reinigen will, bekomme ich die Meldung, der Roboter sei blockiert. Und er fährt 10 Sekunden nach dem Start der Reinigung zurück an die Absaugstation und beginnt dann wieder diese 30-sekündige Absaugung. Die Komplettreinigung startet er dagegen ganz normal, also das finde ich äußerst seltsam. Ich vermute, dass es etwas mit den Raumgrenzen der Map der App zu tun hat und der da entsprechend irgendwie nicht durchkommt. Ja, letztendlich ist es mir aber eigentlich auch egal, weil ich in diesem High-End-Bereich erwarte, dass solche Probleme von Herstellerseite gelöst werden und ich dann nicht überlegen muss, ah, stelle ich den Roboter vielleicht woanders hin oder wie löse ich jetzt das Problem. Ist natürlich ganz spannend, aber dafür zahle ich keine 900 Euro. Und deswegen
Deswegen wurde ich leider bestätigt, der ganze Hightech bei Ecovacs bringt mir als Nutzer erst dann was, wenn die Reinigung unproblematisch und zuverlässig funktioniert. Und da ist Roborock besser und auch andere Modelle sind hier besser als Ecovacs. Das Ecovacs-Modell ist ansonsten aber im Bau hochwertiger und bietet besondere Raffinessen wie einen Lufterfrischer. Aber Roborock ist eben unkomplizierter, zuverlässiger und deswegen ist das leider doch unerwartet ein klarer Sieg für den Roborock S7, der obendrein günstiger ist. Infos und Links in der Videobeschreibung und ich würde mich sehr freuen, eure Erfahrungsberichte zu Roborock und den Ecovacs-Modellen der T8-Serie zu hören. Ansonsten vielen Dank an euch, dass ihr reingeschaut habt und bis dahin. Ciao.